Hey, Sandy, Schätzchen. Hast du mal ein Kleid, gell? Der Typ will extra. Sicher. Danke. Ich weiß zwar nicht, was die alle an meinem Arsch finden, aber bitte. 50 Euro extra, passt. Hey, ich drück dir die Daumen mit deinem Gefreiten. Sprich ihn mal an. Na, aber hallo. Guten Abend. Tut mir leid, dass ich so spät störe, aber ich sammle gerade Unterschriften für den Bus, weil der am Abend nur noch so selten in die Stadt fährt. Aha. Ich bin erst 16. Leider. Mhm. Haben Sie ein Auto? Ob ich ein Auto habe? Ja. Haben Sie eins? Moment. Habe ich ein Auto? Nein, ich habe keins. Ha, dann sollten Sie hier auch unterschreiben. Name, Adresse und E-Mail, wenn Sie haben. Vielen Dank. Ich hatte mal ein Moped. Echt? Sehr echt. Cool. Auf jeden Fall. Ui, passen Sie auf. Was ist dein Hase auf dem Fahrrad? Was ist dein Hase auf dem Moped? Das war witzig. Bekuli schreibt nicht, was? Nehmen Sie meinen Rücken, da geht's besser. Geht's? Er will nicht. Dann hat er wohl keinen Saft mehr. Ich habe drinnen noch eine Füllfeder mit echter indischer Tinte. Cool. Ich hol sie. Aber lass mich vorher das Gartentor schließen. Man weiß nie, welche Kretas des Nachts hier rumstreunen. Wow, die Bude ist stark. Richtig abgefreakt. Thanks, man. Möchtest du was trinken? Wenn Sie Malibu-Ananas haben. Weißt du was, Kleine? Sag du zu mir. Okidoki. Malibu Ananas ist gerade nicht in meinem Repertoire zugegen. Dann nix! Ist Malibu Ananas dein Lieblingsgetränk? Ich bin süchtig danach. Andere Mädels sind süchtig nach Jungs oder Zigaretten. Ich bin süchtig nach Malibu Ananas. Und du bist nicht süchtig nach Jungs? Ich mag Männer.
So 20 aufwärts. Ich bin 28. Ach, so läuft der Hase. Ich dachte, der fährt Moped, hm? Thanks für die Unterschrift. Ich mach dir mal Malibu Ananas. Wenn du das kannst. Ich kann immer. Wann? Irgendwann. Ich schau vorbei. Kann ich dir helfen? Es ist zu heiß, das wird nichts. Nein, ich meine beim Schuhebinden oder so. Was kostest du? Mir ist auch heiß. Gehen wir auf einen kühlen Drink. Geht nicht. Cocktails sind meine Stärke. Am White Russian? Der ist mir zu cremig. Man sucht da wen anderen. Aber ich würde gerne mit dir... Mir geht gar nichts, ich habe keine Zeit. Jetzt sag nicht, dass du nicht mal 10 Minuten für mich übrig hast. Sag was Gescheites. Hi, wie geht's? Da schau her. Jetzt bin ich aber überrascht. Ach so. Willst du nicht hereinkommen? Weiß nicht. Ich hab Malibu Ananas. Wir sind die Glühbirnen eingegangen. Ich muss mir Energiesparlampen besorgen. Die Zeit von Edison ist vorbei. Wie läuft das mit dem Bus? Sie haben gesagt, Sie werden es weiterleiten. Mal sehen. Das heißt, du kommst gerade zu Fuß von der Schule? Ja, vom Nachmittagsturm. Wir haben Bockspringen gemacht. Voll cool. Dann bist du sicher müde. Zieh dich ruhig aus. Deine Schuhe, meine ich. Lieber nicht. Meine Socken muffeln sicher. Wo ist der Malibu Ananas? Kommt gleich mal an. Du hast mir noch gar nicht deinen Namen verraten. Lucy! Übrigens, um 12 muss ich daheim sein. Nur zur Info. Meine Eltern machen sonst Stress. Weißt du eigentlich, wie ich heiße, Kleine? Irgendwas mit Heri oder so.
Freunde nennen mich Fandango. Okidoki. Fandango heißt so viel wie der Tänzer. Wahrscheinlich, weil ich so geschmeidig im Umgang mit dem weiblichen Geschlecht bin. Langsam, Mädel, langsam. Noch ein bitte. Cheers. Auf dich. Auf den Malibu Ananas. Ich habe mir dein Buch angeschaut. Du bist Kabarettist? Sowas in der Art. Ist ja schräg. Soll ich dir was vorspielen? Wenn's lustig ist? Und ob. Die Saunageschichte. Die hat Lachformat. Nun, es geht um eine Mopedfahrerin, die auf der Suche nach einem filigran-formstabilen Mann ist und ausgerechnet in der Sauna trifft sie ihn. Echt? Ja. Cool. Stell dir vor, das ist eine Frauensauna, wo lauter nackte Frauen sitzen. Sie dampfen und schwitzen sich ihr Fett von den Hüften weg und sind kurz vorm Kreislaufzusammenbruch. Da geht, wie zur Erlösung, die Tür auf und ein Mann kommt rein. Der Schwein. Das denken sich die Frauen auch. Sie erschrecken. Es ist ein Soldat. Man würde es nicht erkennen, weil er ja nackt ist, aber er steht stramm. Die Pointe kommt noch. Was soll das? Fragen die Frauen empört. Er: Entschuldigung, aber ich wollte in die Männersauna. Wo ist denn die Männersauna? Und alle Frauen gleichzeitig: Na, da drüben. Da drüben. Da drüben. Und die Frauen sind rasiert? Kind, du stellst Fragen. Man sieht da ja nichts. Aber das ist ja gar nicht die Pointe. Naja, ich bin's jedenfalls. Also ganz glatt, ohne Streifen und so ein Zeug. Wir sind ja nicht mehr in der Steinzeit, oder? Du bist so goldig. Ich bin jetzt ein Baum. Ein rasierter Baum. Friss meine Blätter. Friss dich hoch. Und jetzt tanzt der Fandango einen Freudentanz. Hä? Los, wir tanzen jetzt. Tanzen? Nein, ich tanze nicht. Bist du kein Tänzer? Dazu muss ich in der Stimmung sein. Yo, ab in den Süden, weg mit dem Gewand, rein in den Bikini und ab zum Strand. Liegestuhl auf, Badetuch drauf und die Jungs pumpen unsere Luftmatratzen auf. Ein Cocktail hier und ein Cocktail da, rauf auf die Theke, tanzen an der Bar. Wir feiern, bis wir leiden, ha, wir feiern, bis wir umfallen. Wir feiern, bis wir leiden, ha, wir feiern, bis wir umfallen. Das ist das Lied von unseren Klassenmädels. Das werden wir nach der Matura die ganze Zeit singen. Leider erst in 2 Jahren. Ein aerodynamischer Song, Kleine. Puh, jetzt ist mir heiß. Sitzt der auch in der Sand? Hast du noch einen Malibu Ananas? Das sind aber ganz schön saftige Früchte. Sind Kokosnüsse. Mit Kokosmilch. Du kannst sie pflücken, wenn du magst. Aber brav bleiben.
Hey, alles klar? Nicht schon wieder, du. Hast mir das letzte Mal schon angehört. Weiß ich ja. Hab mir dich ja gemerkt. Na, dann vergiss mich besser gleich wieder. Willst du vielleicht heute mit mir? Ich hab keine Zeit. Und das Geld habe ich auch keins. Ich kann schon selber zahlen. Mädel, was redst du da? Ich lade dich sogar ein. Das tue ich normalerweise nicht. Aber bei dir... Du willst mich verarschen? Nee. Was schlagst du denn vor? In der Nähe gibt's einen Heurigen. Die haben auch einen guten Wein. Ich geh mich doch nicht mit dir zuschütten. Dann fladerst du mir noch das bisschen, was ich im Pörsel habe. Warte. Wir können auch was anderes tun, wenn dir das mehr gefällt. Na, machst du es jetzt gratis oder nicht? Du musst mir versprechen, dass du dich danach mit mir unterhältst. Was hast du denn zu bieten? Bist narrisch, Mädel, die sind aber nicht echt. Willst du mal greifen? Gefall ich dir? Wo machen wir's? Auf dem Parkplatz steht mein Moped. Fahren wir zu dir? Spinnst? Wir haben uns jetzt da hinterm Baum. Aber ich gefall dir? Geht schon, fang an. Bist du noch lasch wie eine abgehangene Socke? Na, was glaubst? Ich muss erst warm laufen. Das haben wir gleich. Oh. Oh. Oh, wieso kann das mein Freund nicht so? Was ist? Du hast eine Freundin? Und? Naja. Wenn ich deine Freundin wäre, könntest du mir jeden Tag ins Gesicht. Ah. Trag auch keine Kontaktlinsen. Red nicht so ein Blödsinn. Tu ich ja nicht. Kannst doch heute schon alles von mir haben. Das heißt, ich kann dich auch von hinten, oder was? Ja. Aber dann müssen wir zu dir fahren. Du kommst nur nicht in meine Wohnung. Von hinten ist was Romantisches. Da muss die Stimmung passen. Geh, schleich dich mit dem Romantik-Scheiß. Vielleicht auch noch so Kerzen anzünden, oder was? Das wäre schön. Träumst du nicht auch manchmal davon? Zum Eulenkasten auf der Nordsee rumschippern? Und die Aale kringeln sich ums Boot rum. Und du liegst im Mondschein auf dem Achterdeck und denkst dir, ja, das ist Freiheit. Ich dehydriere gleich. Ich auch. Dann hol Wasser. Später. Nein, jetzt. Die hätte uns ruhig sehen können. Na, glaubst du, ich will mit dir da wie sterben? Ich habe ja gesagt, dass ich keine Zeit habe. Du hast versprochen, nachher bei mir zu bleiben. Du hast ja einen Vogel. Sag mir wenigstens, wie du heißt. Es geht dich nichts an. War's das? Du befehlloses Arschloch! Ich nur ein gefühlloses Arschloch, ein Verlogenes auch noch dazu. Dankeschön. Sag mal, Lucy, war ich jetzt eigentlich dein Erster? Gib mal her. Du kannst es mir ruhig sagen. Es muss dir nicht peinlich sein. Naja, du bist 16. Also sehr viele können es nicht gewesen sein. Das ist doch überhaupt nicht wichtig. Ich finde schon, das ist wichtig für eine Beziehung. Ich muss los. Auf jeden Fall ist es einstellig, oder? Obwohl,
Mehr als 5? Nein, oder? Schon weniger. Kommst du morgen zu mir in mein erquickliches Kabarett? Ich hab versprochen, mit einer Freundin Eislaufen zu gehen. Es ist Juni. Ja, aber ihr Freund ist jetzt beim Bundesheer und sie hat Angst, dass er sie betrügt. Aha. Und? Wirst du ihr von uns erzählen? Ich werde dir sagen, dass du den ganzen Kamasutra rauf und runter kannst. Gib mir deine Nummer los, ich ruf dich an. Vergessen, wie die geht. Dann schau auf deinem Handy nach. Hab kein Handy mit. Na gut, dann gebe ich dir meine. Damit du mich nicht vergisst. Kannst du mir nicht einfach sagen, der wievielte ich jetzt war? Allerhöchstens der dritte, oder? In den Malibu gehört mir Ananassaft. Hey, Soldat! Was? Kannst du mich in die Stadt fahren? Hast du ein Auto oder ein Moped? Na, schade. Brauche ich nicht. Soll ich dir einen Hasenwitz erzählen? Na, ich gehe gerade zum Heurigen. Gehst mit? Weiß nicht. Der ist leibend. Gibt's da auch Florentina? Da gibt's alles. Hab aber kein Geld. Aber ich habe eins. Wie heißt denn überhaupt? Ich bin der Kurt. Und du? Lucy. Was ist Lucy? Gehst mit? Hm, na gut. Aber brav bleiben. Schauen wir noch. Hey! Hallo Fandango. Nimm all deine Bücher aus dem Bücherregal zusammen, minus der Anzahl deiner Wohnzimmerlampen, dividiert durch dein Alter, plus die Anzahl der Gläser Malibu, die wir beide bei dir getrunken haben, multipliziert mit deinen Zehen, wobei der große Zeh dreimal so viel zählt, plus die Anzahl deiner sichtbaren Zähne, wenn du breit grinst, dann streichst du die 100er-Ziffer weg, rundest auf und zählst noch die Umdrehungen deines Minutenzeigers in einer Stunde dazu und kommst ziemlich genau auf die Anzahl meiner Liebhaber vor dir. Um dir einen kleinen Hinweis zu geben, alles Einstellige ist sehr kalt. Na, und wie viel macht's denn jetzt aus? 150. Das meinst du nicht ernst, oder? Nee, war ein Scherz, mein Süßer. Brauchst eh nicht zahlen.